So, es geht hier darum, mal zwei Pumpen zu testen. Ich habe dazu den Original-Wassertank, habe ich ein Brett unten drunter gemacht und hier zwei Nägel reingeschlagen, jeweils die Köpfe abgemacht. Und da ist das arretiert und das Eigengewicht sorgt dafür, dass das steht. Dann Aquarienschlauch und hier zwei Sechser Dübel vorne und hinten abgeschnitten. Hier so Langdübel vorne und hinten abgeschnitten, das ist genau der richtige Durchmesser und dann die Pumpe hier ran. So, dann können wir das mal anstecken. Und das ist das, was jetzt hier kommt. Die Frage ist eben, ob das reicht. Na, das ist jetzt so die Pumpe fürs warme Wasser. So, ja, wir sehen, das ist also, ja, keine Ahnung, ob das reicht. Mal gucken. Ja. So, jetzt das gleiche nochmal mit der anderen Seite. Ja, das schmandet ganz schön. Kommt ein bisschen mehr raus, aber es ist trotzdem, weiß nicht, für eine Pumpe nicht so überzeugend. Das ist die Frage, ob sie getauscht werden muss.